Hallo! Hey! A la B, a la ba, a la bim bomba! España, España, y nadie más! Und es ist wieder soweit, liebe Zuschauer. Tag 3 unserer Berichterstattung hier vom Papenjuing auf dem Dortmunder Friedensplatz. Und hier ist die Stimmung 30 Minuten, gar nicht schlecht, vor der Begegnung, die wir den Zuschauern hier zeigen werden. Spanien gegen Italien. Und natürlich ein ganz heißer Kandidat, das sind die Spanier, wenn es um den Europameisterschaftstitel geht. Und ich bin mal gespannt, wie die Fans gleich hier fiebern werden. Und ich glaube mal, dass vielleicht ein paar mehr Italiener hier sein werden als Spanier. Im Moment ist es noch ziemlich ausgeglichen. Die Stimmung ist gut, wie ich gerade schon angedeutet habe. Das Wetter spielt mit. Gut 21 Grad. Was will man mehr? Und natürlich hoffe ich, dass gleich so richtige gute Stimmung hier zu erleben gibt. España 3, 3. Er está soñando. Und Fußball gibt es ja heute vom Feinsten, also gleich Spanien gegen Italien. Also ich hoffe natürlich, dass gleich richtig Stimmung sein wird. So wie gestern, über 10.000 Besucher erlebten einen tollen Fußballabend und ich denke mal, das Wetter wird mitspielen. Wir werden auch einen schönen Abend hier erleben. Danke. Wichtig hier auf dem Dortmunder Friedensplatz ist natürlich auch, dass die Besucher ein leckeres Dortmunder Pilz kriegen. Und ja, Erfahrung, wenn es um Großveranstaltungen geht, das hat natürlich Patrick Ahrens. Patrick, also gestern haben wir das Deutschlandspiel hier erlebt. Die Resonanz war bombig und ich denke mal, das Pilz wird den Leuten auch gut geschmeckt haben. Ja, das leckere Brinkhoffs hat den Leuten natürlich geschmeckt. Wir hatten für den ersten Tag also gute Zahlen, waren auch sehr zufrieden. Was ganz wichtig war, wir hatten wieder ein tolles Fest. Die Dortmunder haben sich mal wieder als friedliches und feierfreudiges Völkchen erwiesen. Was ist das Besondere für dich? Du hast ja wirklich Erfahrung, du kennst Großveranstaltungen, natürlich hier auf dem Friedensplatz Papenjuing zu machen. Das Besondere ist natürlich erstmal, dass wir hier zu Hause sind, dass ich hier selber als Junge hier 1989 schon gestanden habe, als die Pokalsieger hier empfangen worden sind. Und dann haben wir natürlich mit der WM 2006 einen Meilenstein gesetzt und das Feeling hat sich also über die Borussia-Erfolge über 2008, über 2010 auch immer weiterentwickelt. Und wie gesagt, wir sind hier zu Hause und da ist natürlich nochmal was Besonderes. Das ist keine Veranstaltung wie jede andere für uns. 19 Tage, muss man sagen, gibt es hier das große Rudelgucken. Ja, da gibt es sicherlich auch Spiele, da ist weniger los, aber trotzdem sind immer alle Bierstände geöffnet. Ich denke mal, das ist auch eine gute Leistung und das muss ja auch irgendwie sich finanziell ja für dich, wie soll ich das sagen, rentieren, um es mal so vorsichtig zu sagen, auch wenn nicht so viel da ist. Wie kriegt man das alles geregelt und auch organisiert? Ja, das Gute ist ja, wir sind eine große Gemeinschaft. Das ist ja nicht einer alleine, der das hier macht. Das sind wir ja mit mehreren Schauspielerkollegen aus Dortmund, die das hier seit 2006 zusammen auf die Beine stellen. Und das macht natürlich auch das Besondere aus, ne? Dass das hier hinter jedem Stand steht jemand, der auch verantwortlich ist. Die Leute sind immer ansprechbar. Und deswegen, wir können ja hier, sieht ja schlecht aus, wenn jemand auf den Platz kommt und sieht hier geschlossene Stände. Deswegen haben wir diese Philosophie, dass an allen Tagen alle Stände geöffnet sind, sodass man sich auch auf dem Platz hier das beste Plätzchen ausgucken kann. Und von allen, gerade durch die zweite Leinwand, die wir in diesem Jahr zum ersten Mal haben, kann man natürlich auch von allen Stellen aus diesen Platz und alles wunderbar die Bilder sehen. Und da brauchen wir natürlich auch Bierstände an allen Stellen, damit auch gerade da, wo man ist, keinen weiten Weg hat, um das nächste Brinkhoff zu bekommen. Jetzt gleich geht es natürlich weiter hier mit der Begegnung Spanien gegen Italien. Was ist denn so dein Gefühl? Du bist ja auch ein Fußballexperte, muss man dazu sagen. Mit der deutschen Mannschaft sind wir zufrieden nach dem 1-0-Erfolg. Die Spanier ist ja, sagen wir, die spanische Mannschaft ist ja ein heißer Kandidat, wenn es um den Titel geht. Natürlich sind die Spanier ein heißer Kandidat, aber wir haben ja alle glaube ich, schon leidvoll miterleben müssen, dass man die Italiener nie unterschätzen darf. Und gerade wenn die Italiener am Boden liegen, das hat man 82 gesehen, das hat man 2006 gesehen, nach irgendwelchen Skandalen oder Skandelchen, gerade dann kommen die Italiener eigentlich immer gestärkt hervor. Man sieht ja ein bisschen die Italiener, den Spaniern fehlen ja zwei wichtige Leute mit Puyol und Villa vorne. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich tippe auf ein 2-2. Ja, liebe Zuschauer, dann warten wir mal ab, was jetzt hier gleich auf dem Dortmunder Friedensplatz passieren wird. Wir werden Ihnen gleich noch ein paar schöne Bilder zeigen. Natürlich, wie hier die Party ist und Sie hören es im Hintergrund. Hier wird kräftig gejubelt, denn auf den großen Videowänden ist jetzt die Begegnung zu verfolgen. Spanien gegen Italien.
Ja, liebe Zuschauer, ich hatte gerade gesagt, also, wo ich mit Patrick Ahrens gesprochen habe, dass wir natürlich uns auch die Spiele anschauen. Das machen wir natürlich auch hier von Sportlive. Wir haben direkt hinter unserer Videowand ein kleines Zelt aufgebaut und da sitzt das ganze Team im Endeffekt und schaut sich das Spiel an, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Und das Allerwichtigste, es wird hier gegrillt. Und hier gibt es die leckere Bratwurst. Und wenn ich da nichts zu tun habe, werde ich hier dafür sorgen, dass meine Kollegen nicht verhungern. Da ich ja der Experte bin bei uns im Team, wenn es um Bratwürstchen geht, also hat man mir auch die ehrenvolle Aufgabe erteilt, dafür zu sorgen, dass die Bratwürstchen goldbraun werden. Gucken Sie sich das an. Das sind Bratwürstchen vom Feinsten. Dazu gibt es dann leckere Brötchen. Also was will man mehr? So kann man es dann natürlich aushalten. Und jetzt konzentriere ich mich natürlich auf die Begegnung Spanien gegen Italien. Und es steht 0:0. Dann ist das ja wunderbar hier. Man kann grillen und gleichzeitig Fußball gucken. Das ist übrigens mein Bubbing Viewing hier auf dem Dortmunder Friedensplatz. Zwei Tore durften wir bewundern hier auf dem Dortmunder Friedensplatz in der Begegnung Spanien-Italien. Und wir schauen uns noch einmal die Bilder an hier, wie die Fans gejubelt haben, wo beide Tore gefallen sind. Also Italiener und Spanier waren hier zu Gast und hatten einen tollen Sonntagabend hier bei uns. Ja, liebe Zuschauer, mehr Bilder vom Dortmunder Friedensplatz gibt es natürlich bei uns in unserer nächsten Reportage. Ich wünsche alles Gute, bis zum nächsten Mal.